Hier ist Ranja und weil ihr alle letztes Mal, als ich das gemacht habe, unter die Kommentare geschrieben habt, bitte, bitte macht das nochmal, sitzen wir heute wieder hier und gucken uns ein Video von einem dieser wunderbaren Zeichenkanäle an, aka Echt Passiert oder welche anderen tausend es da noch gibt. Heute habe ich wirklich einen Schmankerl für euch, ja? Ich wurde mit 16 Vater. Ich war so naiv. Ich meine, wow. Da fragen wir uns alle, was ist da passiert, ha? Huh? Guter Mann, erklär es uns. Hi! Hi! Mein Name ist Leon und ich muss euch was erzählen. Oh Gott, Leon, was ist denn los mit dir? Deine Okay, wir sehen mal vom Synchronsprecher ab. Okay, meine Freundin wurde schwanger. Okay, Leon. Nichts Ungewöhnliches, oder? Aber das 16 Ding ist, schon? Ich bin erst 16. Ah, okay, also, das acknowledge er noch. Hurra! Ich erinnere mich nicht, wann ich Jasmin kennengelernt habe, weil ich noch ein Baby war. Okay. Ihre Eltern sind unsere Nachbarn, also sagt meine Mutter immer, Jasmin und ich kennen uns, seit wir in den Windeln steckten. Ihre Eltern sind unsere Nachbarn, sagt meine Mutter immer. Es stimmt einfach nicht, oder wie? Also deine Mutter, kannst du das nicht selber konfirmen? Ist das so ein, ja, sie sind wirklich deine Nachbarn oder das hat deine Mutter einfach erfunden? Als Kinder machten wir buchstäblich alles gemeinsam. Bis wir 16 waren, waren wir die besten Freunde. Dann aber dann ruinierte ich alles. Nein, Leon, was ist passiert? Was hast du gemacht? Naja, nicht mit Absicht, aber ich wuchs halt heran und wurde zum Mann. Du weißt schon. Naja, also erzählte ich Jasmin, dass ich gerne mehr als nur ein Freund wäre. Er hat sich in Jasmin verliebt. Oh. Und natürlich bekam ich die Standardantwort. Jasmin wollte dass sie nicht. Unsere Freundschaft nicht ruinieren wollte und was Mädchen halt so sagen. Also war ich wenn sie nicht mit dir zusammen sein wollen. Obviously, da kam er dann natürlich ins Gefängnis erstmal. Automatisch in der Kumpelzone gefangen. Ah. Genau. Kumpelzone. Muss das übersetzt werden? Ist Friendzone nicht bekannt als Begriff? Aber okay. Fair enough. Schufen wir diese Kumpelzone vor 16 Jahren selbst. Es war okay. Ich hätte das handeln können. Ich aber hätte ein wenig gelitten und meine Gefühle wären verschwunden. Aber dann fand ich heraus, dass sie mit einem Typen aus der Schule ausging. Nein! Das ist wild. Mit einem Typ aus der Schule. Jasmin. Alles, ja? Aber ein Typ aus der Schule. Mike. Der verdammte Mike aus dem Theaterkurs. Na, auch noch Mike aus dem Theaterkurs. Jetzt gibt's ja aber hier. Mike ist natürlich sehr viel cooler als Leon. Mike hat einen Ohrring. Ich meine, habt ihr das Bild da vorne gesehen? Also Theaterkurs, ne? Der Warte, Mike aus hier? Dem Theaterkurs. Zaunfedern. Na, Mike ist schon ein krasser Typ. Er sah eher wie ein Gockel aus, als wie ein Mann. Und wegen den Zaunfedern, ne? Zogst du mir vor? Komm schon. Jeder weiß, dass Mike schon mit der Hälfte der Schule gegangen ist. Jasmin nur auf den reinfallen. Was ist denn reinfallen? Kann Mike nicht ein netter Kerl sein? Das Einzige, was wir von ihm wissen, ist, dass er in den Theaterkurs geht. Und das ist jetzt nicht so ein Dead Giveaway von, du bist ein mieser Kerl. Bisschen oberflächlich hier. Dass er sie nur benutzte, aber sie tut er das denn? Zu. Wissen nur wir nach das? Nach ein paar Monaten passierte es dann. Ich fand sie weinend in der Nähe der Schule. Muss kein Detektiv sein, um zu wissen, was passiert war. Also ging ich zu ihr und nahm sie einfach nur in den Arm. Guter Kerl. Ich brachte sie nach Hause und sie erzählte mir alles. Wie erwartet, hatte Mike Schluss gemacht. Ich musste mir so auf die Lippe beißen, um nicht zu sagen, ich hab's ja gleich gesagt. Möchten wir was anmerken? Bis jetzt ist die Geschichte ungefähr 2000% glaubwürdiger als die, die wir uns letztes Mal angeguckt haben. Falls ihr die letzte nicht gesehen habt, dann guckt ihr euch hier oben beim i gerne an. Die war auch wild. Da hatten wir ein Mädchen, was vergiftet wurde von ihrer Freundin. Mhm. Schocker. Sie schien so dankbar für mein Mitgefühl, dass sie mir direkt in die Augen sah, als ich Tschüss sagen wollte und mich küsste. Oh Mann. Unwahrscheinlich, aber kann diesen 16. Also who knows? Aber unwahrscheinlich. Aber sie sind 16. Ich immer geträumt, aber unwahrscheinlich. Und so fingen wir an auszugehen. Das waren die glücklichsten Momente meines ganzen Lebens. Wir verbrachten jeden Tag und Nacht zusammen und ich wollte sie nicht auch nur eine Sekunde aus den Augen lassen. Okay. Ist ja schön für den guten Leon. Ich meine, er ist in seine Jasmin verliebt. Sie sind jetzt zusammen. Fair enough, ja? Freuen wir uns für ihn. Vor Glückseligkeit, bis eines Morgens jemand an unsere Tür bam, bam, bam. Es waren Jasmin und ihre Eltern. Nein. Die kamen rein und schockten uns mit einer Neuigkeit. Jasmin war schwanger. Nein! Ich meine, hätte ich den Titel nicht gehabt, wäre ich vielleicht wirklich geschockt. Aber, ne? Gibt's ein bisschen weg. Wow. Ich erstarrte förmlich. Ich setzte mich benommen hin und habe auch nicht wirklich gehört, was unsere Eltern gesagt haben. Okay. Ich konnte nur Jasmin in die Augen sehen.
Sie waren so voller Mitgefühl. Sie konnte kaum ihre Tränen zurückhalten. Voller Mitgefühl für wen? Aber plötzlich stand sie auf und unterbrach alle. Sie sagte, ich werde das Baby behalten. Okay, Jasmin. Unsere Eltern waren einen Moment lang still. Dann erhob auch ich mich und sagte, ich bin alt genug, um Verantwortung zu übernehmen und ich verspreche, alles zu tun, um für Jasmin und das Baby zu sorgen. Okay. Natürlich waren... Ich dachte erst, dass du Jasmin, weil die so ähnlich aussieht. Aber es ist deine Mutter, es ist okay. Ihre Mutter, aber ja. Meine Worte in ihren Ohren, mehr Blabla als wertvoll. Für sie war ich nur ein 16-jähriger Bengel, der was Schlimmes getan hatte. Weißt du, warum du das bist? Weil du tatsächlich ein 16-jähriger Bengel bist, der was Schlimmes getan hat. Danach hatten wir viele Gespräche und Diskussionen, aber die Entscheidung war endgültig. Ich wurde Vater. Okay. Ich verstand, dass wir vor allem Geld brauchten, also suchte ich mir einen Job. Okay, immerhin, ja? Also bis jetzt? Möglich. Konnte man in meinem Alter nur Geld mit Pizza ausliefern oder als Aushilfe in einem Fastfood-Restaurant verdienen. Nee. Du kannst auch Zeitungen ausliefern. Mit 16 kannst du alles arbeiten. Ich habe mit 16 gekellnert. Hä? Mit 16 habe ich auch mal beim C&A gearbeitet. Also, Nee, mein guter. Leon? Lügenalarm. Aber ich brauchte einen Job. Also arbeitete ich bis abends als Lieferant und danach bei McDonald's. Ja, es war ganz schön hart. Du kannst gefühlt jeden Job annehmen. Aber in meinem Kopf gab es nur einen Gedanken, Aushilfsjobs, der mich antrieb. Ich würde bald ein Kind haben. Das gab mir die Kraft, von morgens bis abends durchzuschuften. Geht ihr nicht mehr in die Jasmin Schule? Jasmin hatte auch eine schwere Zeit. Sie war mit 16 schwanger und jeder um sie herum verurteilte sie. Geht in die Schule, okay, immerhin was. Eltern. Sie konnten nie akzeptieren, dass wir ein Kind kriegen würden und warfen ihr ständig ihre Fehler vor. Meine Eltern hingegen unterstützten uns und sagten mir sogar, dass Jasmin und ich bei ihnen wohnen könnten und sie ein Zimmer als Kinderzimmer freimachen. Ich dachte, ihr seid Nachbarn. Diese Unterstützung war mehr als notwendig und ich war meinen Eltern so dankbar. Die Dinge wurden besser. Ich hatte mich an die harte Arbeit gewöhnt und schaffte es, nebenher Zeit mit Jasmin zu verbringen. Nein. Aber sie war immer so betrübt. Irgendwas machte ihr mehr als ihre Eltern zu schaffen und sie wollte nicht darüber reden. Woher weiß er das? Kann es nicht sein, dass sie einfach frustriert ist, weil ihre Eltern sagen, weißt du was, wir hassen dich. Wir wollen kein Kind. Das kann er ja niederbringen. Könnte. Okay. Ich konnte jede Woche ein paar Stunden abknapsen, um das Kinderzimmer einzurichten. Ich strich die Wände, verlegte einen weichen Teppich, baute die Wiege zusammen und kaufte viele Spielsachen. Guter Mann. Ich habe sogar Tiere an die Wand gemalt. Ja, ich weiß, ich habe keine Zeit. Ich steckte mein ganzes Herzblut rein und das Zimmer sah toll aus. Ich wollte abgesehen den Tieren. Überraschen. Also nahm ich mir frei und wir verbrachten den ganzen Tag zusammen. Wir gingen spazieren, sahen einen Film und gingen romantisch essen. Sie entspannte sich und war von dem, was sie traurig machte. Sie entspannte sich? Ist das universelle Zeichen für sie entspannte sich von dem, eher hier? Was sie Warum? Traurig machte, sehr weit entfernt. Sehr fragwürdig, diese Zeit für Entscheidung. Überraschung. Wir fuhren heim, ich bedeckte ihre Augen mit meinen Händen und führte sie ins Kinderzimmer. Dann sagte ich, hier wird unser Kind aufwachsen und ließ meine Hände sinken. Sie sah sich eine Weile um. Dann fing sie an zu weinen. Erst dachte ich, es wären Freudentränen. Sind das die Bilder, die er gemalt hat? Von den Tieren? Das ist nicht sehr schön. Man könnte fast so weit gehen und zu sagen, jeder malt eine bessere Katze als du. Es wären Freudentränen. Sorry, Leon. Aber, Nein. Sie begann sich zu entschuldigen. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie verwirrt ich war. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Nein, aber was war los? Sie. Ich war nicht der Vater des Babys. Nein. Sie sagte, Mike hätte sie verlassen, weil sie ihm sagte, sie sei schwanger. Und Mike. Dann sind wir ja gleich zusammen gewesen. Ich würde gerne einen Kommentar darüber machen, wie Jasmin nach 2 Wochen, mit dem sie mit Mike zusammen ist, schwanger wird. Und dann 2 Wochen mit ihm zusammen ist und dann direkt ihm sagt, sie ist schwanger. Also Jasmin, ich will hier nicht ne Kraftausdrücke in den Mund nehmen. Aber ich denke, wir alle wissen, was ich denke. Jasmin? Halte dich zurück. Sie dachte, sie könnte es 16. Aber ihr Gewissen zerfraß sie. Ich war absolut sprachlos. All meine harte Arbeit, all der Streit mit meinen Eltern waren Mikes Schuld. Mike! Sie trug sein Baby und ich arbeitete wie verrückt, um seine Zukunft zu finanzieren. Nicht wirklich seine Zukunft, nur die Zukunft vom Baby nach wie vor. Es ist immer noch das Baby von deiner Freundin. Also... Komplett neben mir.
Ich lag einfach nur im Bett und dachte über unsere Beziehung und das Baby nach. Ich fragte mich, was ich tun sollte. Manche meiner Gedanken waren geschockt. So richtig finster. Okay. Ich war immer noch deprimiert, als etwas Unerwartetes geschah. Mitten in der Nacht hämmerte jemand an unsere Tür. Oh, Hämmer. Eltern. Sie sahen verängstigt aus und riefen, dass Jasmin Wehen hätte. Oh, okay. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden, und zwar pronto. Wir fuhren so schnell wie wir konnten. Wir missachteten alle Regeln, die es gibt. Im Krankenhaus bekam Jasmin ein Bett und wurde von uns weggebracht. Das Problem war, dass sie erst im 8. Monat war. Das ist okay. Ein Monat früher ist jetzt nicht so tragisch. Eben von ihr und dem Baby in Gefahr war. Okay, halt. Nein. Halt. Stopp. Hier, bis eben kann ich sagen, weißt du was, die Geschichte, vielleicht ist die so irgendwann mal passiert. Aber 8 Monate ist eigentlich nicht so kritisch, meine ich. Also, das ist einfach nur ein Monat weniger. Und meistens, wenn du jung bist, ist deine Chance, dass wirklich was Schlimmes, also, da ist der Körper halt einfach resistenter. Also, ich will jetzt nicht anzweifeln, dass es sowas gibt, aber ich sag, das Zusammenspiel der ganzen Sachen wird immer unwahrscheinlicher. Ein paar Stunden später tigerte ich durch die Flure. Ich meine, es ist ja ein Drama nach dem nächsten, ja? Erster Mike, ja? Erster Problempunkt. Mike, bam. Dann Mike verlassen, bam. Dann kommen sie gegen alle Wahrscheinlichkeiten zusammen mit 16, bam. Dann schwanger. Bam. Dann, oh oh, Baby, Leben in Gefahr. Bam, bam, bam. Also, so ein, zwei Bams kann ich ab, aber so langsam habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen dramatisiert, ja? Ich sag, irgendwann glaube ich es nicht mehr. Und versuchte, all die schrecklichen Gedanken zu verscheuchen. Ich sagte mir immer wieder, dass es ihr gut ginge, dass alles gut wird, dass es dem Baby gut geht und dass alles in Ordnung ist. Und? Etwa 3 Stunden später kam der Arzt und fragte, wer der Vater des Babys sei. Oh, jetzt ist der Leon natürlich, das ist seine Situation, ja? Er kommt jetzt und er sagt, ich bin der Vater. Auch wenn es gar nicht stimmt und er weiß, dass es nicht stimmt, aber er nimmt Verantwortung. Und das ist der Turn, der heldenhafte Turn dieser Geschichte. Ein 16-Jähriger, ja, wie kein anderer. Der Arzt seufzte und sagte, dem Baby geht es gut. Der Arzt seufzte, naja. Na toll, ich habe gehofft, dass es einer von den alten Leuten ist, die 16-Jährige schwanger gekriegt haben. Aber naja, der 16-Jährige war es. Unwahrscheinlich, aber... Absolut gesund. Der Mutter geht es auch gut, aber sie braucht jetzt Ruhe. Okay. Er schickte uns nach Hause, auf dass wir am nächsten Morgen wiederkämen. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich dachte weiter nach. Oh, Gott sei Dank geht es dem Baby gut. Am Morgen, als Jasmin aufwachte, durften wir in ihr Zimmer. Okay. Ich ging zu ihr, nahm sie fest in den Arm und sagte, hey, es ist okay, alles wird gut. Ich brach in Freudentränen aus. Es war so klein und so süß. Leons Augen. Es kaum fassen. Es war, als wäre all das Glück dieser Welt in dieses kleine Baby gesteckt worden. Ich glaube, das ist dieser elterliche Instinkt, denn ich dachte, ich würde einfach alles tun, um dieses kleine Geschöpf zu beschützen. Okay. Mir war egal, wer der biologische Vater war. Das war unser Kind, unsere Familie. Ich wurde Vater und ich war stolz drauf. Ha, da haben sie es Mike nochmal gezeigt. Hast du übrigens bemerkt, dass dieser kleine Teddy hier mehrfach im Video aufgetaucht ist? Ja, Teddy. Kannst du Nee. Sorry, Jungs, aber nee, habe ich nicht. Habt ihr bemerkt, dass der Teddy mehrfach im Video aufgetaucht ist? Falls ja, dann, ne? Cool. Ich nicht. Falls euch das Video gefallen hat und ihr möchtet, dass ich öfter sowas mache, dann liked gerne das Video, dann weiß ich, ob es euch gefällt oder nicht. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Morgen? Ist morgen? Welcher Tag ist? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns wieder, wenn wir uns wieder sehen. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!